But if you close your eyes. Servus Leute, ich bin's, der Dominik von Shisha TV und ja, heute stelle ich euch den Shisha-Ofen vor. Der ist jetzt gerade auf meinem Kopf schon drauf. In dem Kopf rauche ich Smoking Ace Green Lemmy Cool. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut bisher. 15,90 Euro für 200 Gramm. Ja, rauchen tue ich in der Nagelem MPS V2 Limited Edition. Und ja, mehr zu dem Kopf. Also der Kopf wird erhältlich sein um die 40 Euro. Beziehungsweise nicht der Kopf, sondern der Aufsatz. Das ist mal ganz wichtig, nur der Aufsatz ist dabei. Also ihr habt nur den Aufsatz. Ne? Nur den Aufsatz. Der Kopf ist egal, welchen ihr nennt eigentlich. Also er ist für Tonkopf, ist das ganze System ausgedacht. Also so ein KS-APO oder so passt zwar auch, aber so ein Standard-Tonkopf soll mit am besten sein. Ich habe das Ganze auf der Shisha-Messe 2017 mitbekommen und sah es als, oder sehe es als, also als Innovation, sage ich mal. Warum? Weil wir jetzt wirklich hier mit einer Kohle rauchen können. Das Ganze ist so konzipiert, dass ihr wirklich eine Kohle reinlegt und das war's. Ich zeige euch hier auch nebenbei immer mal wieder kurze Videos, wo ich das gerade halt euch näher bringe, wie das Ganze aussieht. Ja, das Ganze ist wie gesagt mit einer Kohle und ihr könnt einen Windschutz, sage ich mal, ein Windschützchen, ja, auf und ab machen. Ja, ja, jetzt so eine Sache. Ich persönlich finde das Konzept sehr, sehr gut. Warum? Weil man mit einer Kohle ordentlich rauchen kann. Hier wird gesagt vom Hersteller, dass man quasi mit einem Kamin drei Kohlen nehmen würde und in dem Fall die gleiche Rauchentwicklung und Verhältnisse genau gleich hat wie mit drei Kohlen beim Kamin. Ich finde die Idee super und es gibt erstmal gar keinen Haken, weil ihr könnt ja in Zukunft dann auch Kohle sparen und, und. Allerdings gibt es leider dann doch einen Haken. Der Haken ist leider, dass ihr halt bis zu 40, 45 Minuten nur rauchen könnt. Länger eigentlich nicht. Ihr müsstet dann Kohle nachlegen. Ich habe das Ganze auch probiert. Auch der Hersteller hat mir empfohlen, einfach Kohle nachzulegen. Ich persönlich finde, danach ist der Kopf einfach durch. Oder fast durch, sagen wir es mal so. Und ich finde, dann lohnt es nicht mehr wirklich, die Kohle nachzulegen. Ist natürlich immer so eine Sache, wie man es machen will. Ich persönlich finde, wenn man eine kurze Session machen will, einfach 40 Minuten, 45 Minuten rauchen will, ist das ideal, auf jeden Fall. Und kann ich einfach nur empfehlen. Wenn man länger rauchen will, finde ich das jetzt dann nicht perfekt, ehrlich gesagt. Das ist so meine ganz ehrliche Meinung. Ich habe das Ganze auf der Messe, wie gesagt, zur Verfügung gestellt bekommen von den Jungs von Shisha-Ofen. Und ja, mit dabei, wenn ihr den kauft, gibt es dann so einen kleinen Brief. Und da steht halt einfach nur, was ihr nicht machen sollt und was okay ist. Natürlich niemals während dem Betrieb, während dem das Ganze heiß ist, anlangen, ist ja klar. Das Ganze ist sehr, sehr heiß und das sollte nicht angefasst werden. Nicht im Geschirrspüler spülen. Und ja, ansonsten solltet ihr vermeiden, das Ganze irgendwie mit einer Zange oder so richtig runterzuklopfen oder so. Kann Macken in dem ganzen, in der ganzen Konstruktion geben. Und ja, ansonsten, was sollt ihr damit machen? Ihr sollt einfach mit der Kohlezange reingehen, den Aufsatz abmachen und das war's. Also es gibt keine große Spielerei, die man da machen soll, gar nicht, nee. Ansonsten, wenn ihr dann fertig geraucht habt, einfach die Kohle runternehmen und das Ganze einfach unter heißem Wasser abspülen. Dann ist er innerhalb von ein paar Sekunden auch schon wieder ja, so fertig, dass man ihn auch anfassen kann. Ansonsten einfach normal abspülen, also nicht mit irgendwelchen Scheuermitteln dran gehen oder sonstigen Sachen, beispielsweise ja, so Spülwolle, sage ich mal, ist nicht so geeignet. Dann generell alles, so Stahlwolle und so. Sowas solltet ihr vermeiden, sonst habt ihr nur Kratzer drin. Wichtig ist auch, dass ihr nicht mit Tabakzangen dran geht. Also wenn ihr quasi hier Tabak dran habt und dann dran geht, dann brennt sich der ganze Tabak natürlich, also verbrennt er und er brennt sich halt auch dann in diesem Aluminium ein. Und das gibt unschöne Flecken, wie ich selbst schon feststellen musste. Bei mir war es einfach nur so, dass ich das Ganze
ja, kurz, ganz kurz nur ein Tabakblatt drauf hatte, während dem das heiß war, und dann war schon ein Fleck da. Deswegen, das sollte man vermeiden. Ja, wichtig ist auch vielleicht, dass man beim Setup drauf achtet. Ich blende hier irgendwo da noch ein Bild ein. Das Setup ist folgendermaßen: Tonkopf normal bauen, 5 mm circa Rand lassen, also der Tabak sollte keinen Kontakt mit diesem Aluminium One Smoke haben, sonst verbrennt er natürlich sofort. Des Weiteren, das untere Teil soll mit auf den Kohleanzünder gelegt werden, währenddem die Kohle durchglüht. Also gleichzeitig mit der Kohle soll es aber draufgelegt werden und kann dann abgelegt werden. Auf den Kohleanzünder ist kein Problem. Nur ins offene Feuer solltet ihr es nicht legen, weil da wahrscheinlich zu viel Hitze entstehen könnte und dann das ganze Ding sich in Luft auflöst. Ja, das sind so die Eckdaten, wo ich sagen würde, okay, das sollte ich euch mitteilen. Ich persönlich rauche damit schon sehr gerne. Wenn ich kurz rauche, für längere Sessions eher ungeeignet, in meinen Augen. Es ist auf jeden Fall eine Innovation. Auf der Messe habe ich es gar nicht so realisiert. Ich habe das mitbekommen, fand es gut, alles gut und schön. Und erst im Nachhinein habe ich mir das erst richtig angeschaut, getestet und muss sagen, es ist eine Innovation, auf jeden Fall. Wir haben nämlich hier wirklich ein Aluminiumstück, wo ihr nur eine Kohle reinlegen müsst und das war's. Die Handhabung ist super, kinderleicht eigentlich. Man soll dennoch aufpassen, dass man eben das Ganze vorsichtig handhabt, weil man das Ganze halt, wie gesagt, nicht anfassen kann, wenn es eben so heiß ist. Und was ich ehrlich gesagt sagen muss, das Ganze, dieser kleine Windschutz, wenn man den abmachen will mit der Zange, beziehungsweise drauf machen will dann zwischendurch, das Ganze ist nicht schwergängig, nein, aber kann sich durchaus mal ein bisschen verhaken, weil es sich doch ein bisschen ausdehnt bei der Hitze, und das merkt man halt leider. Mir ist halt schon passiert, dass wenn man beispielsweise, wir haben hier so Schlitze in einem Smiley-Format, sage ich mal, wenn man halt die Schlitze zumachen will und man mehr Hitze haben will, dann geht es nicht so sauber, wie wenn es einfach, ja, aufgeschoben wird, wenn es kühl ist, also wenn es nicht so heiß ist. Das sind so meine Informationen dazu. Nur, wie gesagt, für Leute, die sagen, nee, also was brauche ich nicht, ich will länger rauchen, würde ich es jetzt ehrlich gesagt nicht empfehlen. Für alle Leute, die sagen, ach nee, ab und zu mal einen kurzen Kopf, ja, für 45 Minuten, das reicht mir schon. Warum nicht? Auf jeden Fall gut. Der Tabak verbrennt nicht, er läuft ganz normal. Also ich bin mir sehr sicher, dass man da keinen Unterschied merkt zwischen Kamin und dem One Smoke. Erst ab 45 Minuten aufwärts merkt man das halt einfach, dass der Tabak dann einfach, beziehungsweise ja, der Tabak nicht mehr heiß genug wird und das Ganze dann immer schwächer wird von der Hitzeentwicklung. Ihr spart damit ein bisschen Tabak, weil ihr ja den Tabak ein bisschen weiter runterbauen sollt, und ihr spart Kohlen. Der Kaufpreis ist dennoch hoch, 40 Euro. Alles ist Handarbeit, das ist keine China-Ware, es wird wirklich in einer kleinen Manufaktur, in Familienbetrieb erbaut, gebastelt, wie man es denn nennen will. Und ich finde es eine gute Sache grundsätzlich. Also ich kann mich damit definitiv anfreunden, aber wie gesagt, ich möchte da hier niemandem was empfehlen, wer es im Nachhinein dann bereut. Nur für Leute, die kurz rauchen wollen oder kürzer rauchen wollen. Kurz ist es ja trotzdem nicht, 45 Minuten rauchen ist ja trotzdem lang, aber kürzer als sonst. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch größere Kohlenstücke nimmt, die halt auch eine gute Hitze abgeben. Black Cocos, Gorilla Cubes, Coco Palm, das geht alles völlig klar. Auch Tom Kokocha, gar kein Problem. Nur Tom Kokocha Diamond Edition oder Black Cocos Diamond Edition, das solltet ihr dafür nicht nehmen. Die sind dann dafür zu klein. Die geben dann zu kurz Hitze ab und dann raucht man vielleicht 25 Minuten damit. Fast 40 Euro kostet das Teil. Ja, ist so eine Sache. Also man spart erst, wenn man den wirklich regelmäßig nutzt. Wenn man den jetzt einfach nur just for fun mal kauft, für ab und zu mal, wo es wirklich dann seltener im Gebrauch ist, dann spart man da, finde ich, nicht viel, weil man ja eine Anschaffungskosten hat von 40 Euro. Ja, das ist halt eben so. Also entweder man holt sich das und raucht damit regelmäßig, um zu sparen, oder man holt sich das eben, um ab und zu mal einen kurzen Kopf zu rauchen und dann eben nur eine Kohle zu nutzen und weniger Tabak. Also ich finde es, wenn man das so handhabt, echt gut. Aber ich werde jetzt nicht immer damit rauchen. Warum? Weil ich halt auch meistens länger rauche. Und persönlich, beispielsweise bei mir, habe keinen Balkon oder sonst wie, wo ich die Kohle einfach anmachen kann.
Und dann ist es ja so, ich müsste dann das Fenster wieder aufmachen. Klar, im Sommer ist kein Problem. Aber grundsätzlich müsste ich dann wieder Kohle anmachen. Finde ich ein bisschen umständlich dann halt einfach, dass man dann Kohle nachlegen muss. Und dann letztendlich, ja, kann man halt ein bisschen länger rauchen. Aber dann ist der Tabak auch dann schon durch. Also nachlegen tue ich es nicht. Also ich habe es probiert und finde es jetzt nicht so super. Aber 45 Minuten lang ohne Probleme finde ich auf jeden Fall gut. Ne? Hat euch das Ganze hier gerade gefallen? Dann lasst einfach mal einen Daumen da, abonnieren nicht vergessen und vielleicht auch mal teilen. Ja, und dann sehen wir uns auch schon wieder das nächste Mal bei Shisha TV. Bis dann, ciao.